Hallo Leute, heute ist der 24.07.2020. Das sind wieder meine Corona-Updates von Österreich und insbesondere Niederösterreich. Weil ich mache heute ein österreichweites Update. Ich habe im Radio gehört, dass über 130 Personen sich von gestern auf heute infiziert haben und getestet wurden, also festgestellt wurde, dass sie Corona haben. Und das ist eine Menge. Und momentan sind darüber 2000 erkrankte Fälle in Österreich bekannt. 2150 circa rund. Weil sind ungefähr, also die genaue Zahl ist 20.224 Fälle hat es gegeben und davon sind nur 18.042 Fälle wieder genesen, also bleibt die Zahl 2000 irgendwas über. Ich glaube, die Todesfälle sind nicht gestiegen, seit ich das jetzt geguckt habe. Das ist aber auch schon einige Tage her. Zumindest in Niederösterreich sind sie nicht gestiegen. 105. Das steigt auch nur alle paar Tage. Die österreichweiten Todeszahlen sind 711. Insgesamt hospitalisiert sind 103 Personen. Intensivstationsbetreut sind 17 Personen. Und insgesamt getestet sind 833.841. Und das zeigt, dass die Zahlen in Österreich massiv steigen. Und ab heute oder ab morgen, ich weiß es nicht genau, ist auch wieder in ganz Österreich Maskenpflicht und Einfuhrkontrolle. Und ja, alle Urlauber, die auf irgendwelche Inseln gefahren sind, werden halt 2 Wochen in Quarantäne geschickt. Also Baleareninseln und so, werden alle 2 Wochen in Quarantäne geschickt und dürfen dann wieder arbeiten gehen. Das kann Konsequenzen beim Arbeitgeber geben. Bis zur Kündigung, Abmahnung und Kündigung. Und weil es ja kein Muss ist, dorthin zu fahren, sondern es ist freiwillig, dann kann man aber auch mit der Kündigung rechnen. In vielen Fällen, auch als Justizbeamter oder so, werden auch mit starken Folgen gerechnet. Also von Arbeitgeberseite her. Weil das ja systemerhaltende Personen sind. Und auch großflächig gebeten wurden, nicht ins Ausland zu fahren. Österreich ist jetzt wieder auf Orange. Wir waren auf Grün in der Liste der verbreiteten Ansteckungen. Und jetzt sind wir wieder auf Orange. Also auch Österreicher werden in anderen Ländern kontrolliert und in Quarantäne gestellt, wenn sie einreisen. Und seit heute oder morgen ist wieder in ganz Österreich, fast überall, in der Gastronomie,
in der Medizin und in Einkaufszentren Maskenpflicht und in Supermärkten. Ich habe heute davon noch nicht viel gemerkt, weil ich nur bei der Hausärztin war. Und bei den Ärzten war ja sowieso immer Maskenpflicht. Aber ich werde es morgen sehen, wenn ich vielleicht mit Sonja ins Einkaufszentrum fahre. Dass wir dort wieder Masken tragen müssen. Und die Ansteckungszahlen steigen so rapide, dass man fast wieder bei Punkt 1, also bei Punkt 2 der Pandemiegesetze ist, wo die Nachvollziehbarkeit nicht mehr möglich ist und wir erst wieder zu Punkt 1 zurück müssen. Also es wird jetzt schon nachverfolgt, wer mit wem Kontakt hatte, wenn Corona festgestellt wird. Aber es ist fast nicht mehr möglich. Es ist noch nicht so schlimm wie bei der ersten Welle. Aber wir nähern uns die Höhe der ersten Welle und von den Ansteckungszahlen von Tag zu Tag sind wir fast auf demselben Level. Und es ist noch nicht mal Herbst. Und wenn es kälter wird, wird das Virus wieder resistenter. Und die Chancen, dass wir gut rauskommen, noch schlechter. Ich glaube, es war ein großer Fehler, dass man die Grenzen geöffnet hat. Weil viele Urlauber jetzt einfach diesen Virus wieder einschleppen. Und viele, die wegfahren, nehmen ihn mit nach Hause. Und somit wird das Gesundheitssystem wieder extrem belastet. Was natürlich nicht gut ist. Und ja. Somit sind wir jetzt bei der zweiten Runde. Zweiten Runde der Pandemie. Und es ist gerade mal Sommer. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir das Spiel noch spielen müssen, bis die Leute so vernünftig werden und genug Abstand halten, sich genug die Hände waschen und in öffentlichen Bereichen Masken verwenden. Auch wenn sie nicht mehr Pflicht sind. Sie schützen uns doch. Und das ist sehr wichtig. Das sieht man gerade jetzt wieder. Wir haben dort, wo ich lebe, noch keinen Fall. Wir hatten jetzt insgesamt 9 oder so. Aber die sind alle wieder genesen. Eine Frau ist gestorben. Aber die war über 90. Soweit ich weiß. Und sonst sind alle wieder genesen. Gott sei Dank. Die ganzen Familien, die erkrankt waren. Und auch in meiner Verwandtschaft sind alle wieder gesund. Aber wer weiß, wie lang diese Immunisierung hält durch die Erkrankung. Es waren doch in meiner Familie, in meiner weit entfernten Familie, sehr leichte Fälle. Und bei leichten Fällen wird ja gesagt, dass die Immunisierung nicht so lange hält. Ich weiß nicht, ob ich mir das, wenn es einen Impfstoff gäbe, ob ich mir spritzen lassen würde, weil es halt fast ungetestet ist. Aber es wäre jetzt dann gut, wenn bald ein Impfstoff entwickelt würde. Gerade für Risikogruppen. Da besteht zwar auf lange Sicht auch wieder ein Risiko,
Aber das ist kleiner als ein Corona zu stehen. Und es muss in den menschlichen Kopf rein, dass diese Grippe und diese Viruserkrankung wahnsinnig gefährlich ist. Und das ist es anscheinend noch immer nicht. Aber naja, das war's wieder von meinem Corona-Update. Ciao, Arines.